Japan Co-op. Wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich höre hier gerade noch den Rand von, oder einen Cousin von einem Italiener mit einem Japaner, wobei den Japaner hören wir nicht. Wir haben den 17. Juli 2017. Wir sind im Kanton St. Gallen unterwegs. Das ist heute die zweite Aktivierung. Das ist jetzt der Gonze mit der Referenz HB Sierra Golf 030 auf knapp 1800 Meter, denke ich. Wir haben hier, man hört, es geht grundsätzlich schon. I remember very well this trip is my. Also, wir sehen, dass wir haben jetzt ein Equipment im Betrieb, das für alle Bänder geht auf KW. Ich lege das schnell ab. Das besteht wie immer bei uns aus dem KX2. Da ziehen wir schnell aus. Von Elekraft. 10 Watt Leistung, der Tuner integriert. Und der grosse Vorteil des integrierten Tuner ist, dass wir so eine Antenne Konstrukt auch können anpassen mit wirklich auf einfachste Weise. Das ist in diesem Fall ein Dipole, 2x7,5 Meter, mit allen Steckern und allem fertig konfektioniert. Gibt es das bei uns auch in unserem Hemshop? Ihr findet das unter www.lutz-elektronics.ch und dann unter der Rubrik SOTA. Portable und dann hat er dort eine Haufen Informationen zu SOTA, aber auch Equipment, das wir vorstellen, das wir selber testen, unter anderem auch das hier. Wir haben jetzt das auch anmachen, wunderbar, am Gipfelkreuz. Normalerweise haben wir noch unsere Klettbänder dabei, die sind im Eifer des Gefechts bleiben liegen, weil wir ja der Hemmradio in Friedrichshafen und haben wir relativ schnell gepackt. Aber es ist jetzt so gegangen, ein Stückchen PVC-Isolierbank ist auch immer gut und so haben wir das festgemacht am Erdungsdraht vom Gipfelkreuz. Jetzt übernehme ich noch schnell die Kamera von meiner Kamerafrau, vom Fräueli. Hallo. Guten Morgen miteinander. Und jetzt zeige ich euch noch ein bisschen, wo wir uns hier befinden, ganz genau. Greetings to Don. Golf Zero Romeo Quebec Lima. Hello Don, from my side, best 73s. And many thanks for the contact on 20 meter with the beautiful signals. Jetzt tue ich wieder switchen auf Schweizerdeutsch. Und jetzt sehen wir hier das Rheintal ab, Richtung Chur. Hier eine. Haben wir Liechtensteiner Gipfel, auch wunderschöne Gipfel. Hier sind wir unten aufgekommen. Von dieser Seite her sind wir aufgestiegen. Wir haben vorhin zuerst die Federn aktiviert. Das war HB Sierra Golf 048. Wir schwenken jetzt gerade über zu den Federn. Wir sind nämlich dort abgestiegen und dann wieder aufgestiegen. Hier hinten, das wäre die Federn. Das war Sierra Golf 048. Sind wir aufgestiegen vom Palfris Berghaus. Da sehen wir jetzt, ja, doch, ich glaube, man sieht es dort hinten. Sogar bin ich nicht sicher, ob es das ist. Nein, es ist nicht das, was man sieht. Es ist etwas weiter hinten. Von dort sind wir aufgestiegen, zuerst auf die Federn. Dann sind wir hier wieder abgestiegen, unten zu dieser Scheure, zu diesem Elbli. Und dann hier hinten am wunderschönen Wanderweg, das ist ein offizieller Wanderweg, wieder hier aufgestiegen, hier rauf. Hier sehen wir noch einmal die wir gestern aktiviert haben. Das ist hier der Gauschla. Das ist SG051, wo wir gestern aktiviert haben. Und nebendran ist der Alphir. Das ist der Alphir SG016. Wo man hier das Haus und oben rechts davon den Gipfel sieht. Das ist das, was wir gestern gemacht haben. Und der Abstieg gestern auch zurück zum Berghotel Alphir. Und dann wieder rauf mit dem Auto dann am Schluss, dass wir heute den Ausgangsort hatten vom Berghaus Palfris. Hier für uns zu sehen wir noch den Walensee. Und hinten dran sehen wir die Kurfürsten. Wunderschöne Aussicht hier. Jetzt ist es auch windstill gegenüber von vorne auf dem anderen Gipfel. Und hier sehen wir Richtung Glarnerland über. Und hier haben wir auch das Gipfelkreuz vom
Gonzen. Es ist ein 6-Punkte-Gipfel. Und gibt uns jetzt heute die beiden Gipfel zusammen 12 Punkte in unser Aktivatoren-Log. Das wär's gewesen für einen Moment. Jetzt gehen wir einmal heim. Wir haben morgen noch ein Meeting mit dem Chris von Battipol. Und freuen uns auf das. Und dann gehen wir nächstes Wochenende wieder an Sattatour. Jetzt gebe ich das Mikrofon bzw. die Kamera noch mal zurück. Und Karin? Ich liege langsam weg vom Gipfel. Und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und nochmal, ihr findet alles www.lutz-electronics.ch Rubrik Sotta Portable. Und noch eine Information, falls ihr euch fragt, was ist Sotta? Wir haben gestern eine kurze Einführung dazu gemacht in einem anderen Film. Ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob es auf dem All4 oder auf dem Gauschlag war. Ich glaube, es war auf dem Gauschlag, weil es dort ein bisschen weniger geluftet hat. So ist es. Also soll es gewesen sein für den Moment. Habe ich 9 November Bravo Golf. Jetzt im Moment hinter der Kamera habe ich Fox Zulu Charlie. Den ist verabschiedet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.